Ich bin von meiner morgendlichen Runde zurück. Meine Zeige. Krümelig die Decke. Und hab irgendwie was gefunden beim Trödler. Und zwar, ja, nichts Besonderes, aber eine schöne Art Deko-Uhr. Eine schöne Uhr, 30er Jahre bis 40er Jahre wurde die gebaut für die Damenwelt. Aber schon im ungewöhnlich großen Format. Und im schönen Art Deco-Design. Die ist von Laco, Lacher und Co. Pforzheimer Firma. Hat hier ein Cabochon eingelassen in der Aufzugskrone. Also ein Schmuckstein. Meist ist es ein Saphir, ein künstlicher, aber. Oder Onyx hat man auch genommen. Aber jetzt das hier sieht durchscheinend aus. Es könnte natürlich auch Glas sein. Aber bei Cartier ist es zum Beispiel ein Saphir immer. Und ich glaube, diese künstlichen Saphire, die sind ja nicht so teuer. Das könnte es hier auch sein. Müsste man halt mal testen. Die Uhr ist aus Walzgold Doublé. Das Armband ist wahrscheinlich auch Doublé. Gehe jetzt einfach mal von aus. Sieht halt aus wie Doublé. Ist mit so einer Melanese oder Kordelkette Ketten in so einem Kettendesign. So ein wirklich fließendes, schönes Design. Und dann die letzten drei Glieder sind eben solche Flex. Band. Anstöße hat das. Das ist echt nicht schlecht gemacht hier, das Armband. Was steht hier? Hier steht doch was. Also hier kann ich ohne Lupe sehen natürlich. Hier steht Walzgold Doublé. Walzgold Doublé 20 Mikron. 10 Jahre Garantie. Die sind abgelaufen. Definitiv. Aber schön erhalten. Kaum abgetragen. Man sieht sogar noch diesen feinen Absatz hier. Diesen feinen Grat hier am Boden, Deckel. Ja, ist wirklich schön. Und das ist eine Laco, ne? Ja. Mit wunderschönen gebläuten Zeigern und ja, die ist toll. Ich mag die. Zehn Jahre Garantie. Also Uhr und Armband gehören zusammen. Das ist eben auch mal selten. Man kann dieses Armband natürlich jetzt tauschen gegen ein zeitgemäßes Lederband. Hört so. Würde man heutzutage wahrscheinlich tragen. Zeitgemäß heutzutage. Aber zeitgemäß zu der Uhr ist eben dieses Armband. Ist eben auch toll. Die könnte sogar Ende 40er Jahre sein. Also ein stark gesprengter Deckel. Ja, schaut mal das Werk. Also Zifferblatt selber ist auch, hat auch keine großen Spuren. Ein vergoldetes Werk. Schön. Laco 500. 15 Steine. Ja, und mit dem Werk können wir dann natürlich auch bestimmen, ganz genau bestimmen, wie alt es ist. Also so eine Uhren wurden gebaut von den 30er Jahren ab. Da waren sie aber meist noch kleiner sogar. Eine Reparaturmarke hat das drin. Entweder ist das 74 oder 77. 1974. Laco 500. Schönes Formwerk. Wirklich schön. Und sauber. Ja, und ohne anzuschubsen, läuft sie gleich los. Eine wirklich schöne Uhr. Mit Sicherungsacht. Hier, fürs Armband. Kettchen fehlt. Ja, Sicherungskettchen fehlt. Aber mit Sicherungskettchen kann man sie auch nicht so flach hinlegen. Ja, schön. Das ist mein Kauf für heute. Freut mich. Willkommen in der Müllerschen Familie. Im Familienschatz. Das war die kleine Vorstellung für heute. Ich hoffe auch, so, solche Infos machen euch ein bisschen oder interessieren euch ein bisschen, machen euch ein bisschen schlauer oder gespannter darauf, was noch so kommen wird in der nächsten Zeit. Und ja, schauen wir mal, wie das ankommt.
Ich finde schon mal gut. Ach so, der Preis, was ich bezahlt habe, vielleicht noch. Ich habe 20 € bezahlt für die, weil sie läuft. Wenn so eine Uhr defekt ist und in abgetragenem Zustand 5 €. Ja, wenn man die Ersatzteile vielleicht noch verwenden kann oder so. Aber da bleibt nicht viel an Ersatzteilen. Wenn das Gehäuse abgetragen ist, kannst du das Gehäuse als Ersatzteil nicht verwenden. Dann ist meist auch das Glas kaputt oder beschabbert oder irgendwie zerschrammt. Das will dann auch keiner mehr. Und defekt heißt, wenn das Uhrwerk defekt ist, naja, dann brauchst du eher eine andere Uhr, um das zu reparieren. Weil das, was an so einem Uhrwerk kaputt geht, ist bei jeder anderen Uhr, die kaputt ist, auch kaputt. Ja, weil das ist das, was kaputt geht halt. Es ist nicht so, dass man, na, die Zahnräder, die da sind noch gut, ja, aber die sind auch bei keiner anderen Uhr schlecht. Denn, also, es ist meist die Unruhe, die kaputt geht oder der Anker oder sowas. Ne? Gut, haben wir das. Die meisten Uhren sind ja auch gar nicht defekt, darf man auch nicht vergessen. Sie laufen einfach nur nicht, weil sie verharzt sind oder verdreckt. Ja. So viel dazu. Okay, das war's von mir jetzt hier heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Mal gucken, was ich da finden werde. Also, bis später.